Gerade einmal 6 Wochen hat Mahbuba 1840 in der Lausitz gelebt. Dennoch beschäftigt sie bis heute die Fantasie der Menschen, Einheimischer wie Besucher. Wer war Mahbuba? Ihr Bild und ihre Geschichte werden gerade neu erforscht und erzählt. Texte dazu finden Sie auf www.lr-online.de/serien. Im Folgenden wollen wir versuchen, uns Mahbuba literarisch näher zu erschließen. Denn dass uns das junge Mädchen aus Äthiopien bis heute so nahe erscheint, verdankt sie vor allem ihrem Entdecker und Begleiter, dem Fürsten Hermann von Pückler-Muskau. Das erste Aufeinandertreffen zwischen Fürst und Mädchen fand wohl 1837 statt, allerdings nicht wie häufig kolportiert in Kairo. Die Ethnologin Kerstin Volker-Saat verweist darauf, dass es wohl eher in Khartoum war. Auf dem dortigen Sklavenmarkt erwarb der Fürst mehrere Sklavinnen für seine Dienste, obwohl er selbst davon gar nicht überzeugt schien. Ich wunderte mich, auf dem Bazar die abyssinischen Sklaven fast ebenso teuer als in Kairo zu finden. Doch war eine viel größere Auswahl schöner Mädchen hier vorhanden. Oft hat es mich indes frappiert, wie Leute, die in Europa schon das Wort Sklaverei in Harnisch bringt, auch viele Engländer, es hier doch so anmutig finden, selbst Sklaven zu besitzen. Übles Beispiel verführt nach und nach jeden, wie es scheint. Ich, der sich nicht gern in Theorien verbeißt, begnüge mich damit, meine Sklaven gut und freundlich zu behandeln, wobei mich der Augenschein lehrt, dass sie sich wenigstens befriedigter fühlen als unsere freien Diener in Europa, die schon nahe dran sind, selbst Herren werden zu wollen. So schreibt Fürst Pückler in seinem Buch aus Mehmet Alis Reich. In der Rolle des Fürsten hörten Sie Rundschau-Chefredakteur Oliver Haustein-Tesma. Wir werden ihn später noch einmal hören. Aber zurück zu Mahbuba. Sie war eine der 4 Sklavinnen, die der Fürst mit auf seine weitere Reise durch den Nahen Osten nahm. Nach einem Aufenthalt in Palästina bleibt Mahbuba als einzige davon übrig. Der Fürst zeigt sich begeistert, wie rasch sie in der Lage ist, neue Sprachen zu lernen und sich auf die Umstände ihres neuen Lebens einzustellen. Aber hören wir den Fürsten selbst. Sie war, als ich sie kaufte, 10 Jahre alt, aber schon körperlich vollkommen und üppig ausgebildet, da in ihrem Vaterland, den südlichen Ebenen unter Abyssinien, die Mädchen schon mit 7 Jahren häufig heiraten. Diese kindliche Jungfrau machte ich bald zu meinem ernstlichsten, entzückenden Studium, lehrte ihr alles, was ich selbst wusste, lernte von ihr unverfälschte Naturansichten, urmenschliche Offenbarungen. So hat es der Fürst Jahre später seiner Bekannten und Biografin Ludmilla Assing erzählt. Der Fürst nahm Mahbuba mit nach Europa, wo sie an seiner Seite für Aufsehen sorgte. Doch was war Mahbuba für Pückler wirklich? Sklavin, Adoptivkind oder doch Geliebte? Eine exotische Gespielin, wie sie etwa das Staatstheater Cottbus in einer Inszenierung 2010 zeigte? Darüber wird bis heute gestritten. Die Mahbuba-Forscherin Volker-Saat geht davon aus, dass ihre Beziehung platonisch war. Pücklers Briefe an seine daheim in Moskau verbliebene Ehefrau Luzi lassen allerdings auch andere Schlüsse zu. Ich muss dir aber sagen, Schnucke, dass ich jetzt, wo ich mich langsam Europa wieder nähere, mich ein wenig vor dem Moskauer Aufenthalt fürchte. Ich lebe nun schon so lange nur mit Sklaven als unumschränkter Gebieter, dass ich mich gar nicht mehr zu genieren gewohnt bin. An meinen kleinen Harem bin ich aber so gewöhnt, dass ich selbst im Kloster die Terrasanta nicht von mir lasse. Es wäre hart, ja untunlich für mich, ihn im eigenen Hause zu Moskau zu entbehren. Ich bin ein Türke, leider aber ein Alter, der Mätressen dieser Art braucht, welche die blinde Zufolgsamkeit mit dem Attachement der Hunde verbinden. Denn dass sie in mich verliebt sein sollen, kann ich nicht mehr prätendieren. Schnucke, du bist meine Mama, musst mir aber meine Konkubinen nicht stören, wenn ich nach Moskau komme. Angesichts solcher Briefe, von denen noch weitere folgten, mag es nicht verwundern, dass Luzi nach Berlin flieht, als der Fürst sich Mahbuba Muskau nähert. Man tut als Leser allerdings gut daran, die literarischen Werke Pücklers nicht alle für bare Münze zu nehmen. Auch Luzi tat das offenbar nicht in Gänze. Geliebte oder nicht, diese Frage bleibt unbeantwortet. Der 2017 verstorbene Hermann Graf Pückler, Urgroßneffe des Fürsten, behauptet noch 2015 in einem Leserbrief an die Lausitzer Rundschau, natürlich war es eine Liebesbeziehung reinsten Wassers. An anderen Stellen klingt der Fürst selbst ganz anders, wenn er über Mahbuba an seine Gattin in Moskau schreibt. Nur sei vernünftig und herzlich hinsichtlich meines armen Pflegekindes, die noch immer einem Skelett gleicht und deren Zustand leider so bedenklich bleibt, dass es gewiss niemandem einfallen wird,
sie für meine Mätresse zu halten, sondern nur für ein schwarzes Kind, das ich der Sklaverei entrissen. Hier deutet der Fürst bereits das weitere Schicksal nach Bubas an, die bereits während der Reise erkrankt und schon 6 Wochen nach der Ankunft in Muskau an einer Tuberkulose verstarb. Dass ihr Andenken dennoch bis heute, sowohl in Bad Muskau als auch in ihrer Heimat Äthiopien, hochgehalten wird, zeugt von der besonderen Faszination Mahbubas. 2017 wird auf ihrem Grab in Muskau ein äthiopisches Kreuz angebracht, angefertigt in ihrer Heimat. Sie war eine junge Frau, die ihre schmerzhafte Entwurzelung meisterte und ihr schweres Schicksal in die eigenen Hände genommen hat. So beschreibt sie Kerstin Volker-Saat. Dieses neue Bild der Mahbuba will sie ab 2020 in einer neuen Dauerausstellung in Bad Muskau der Öffentlichkeit zeigen. Das war Lausitzer Geschichte für heute. Mein Name ist Bodo Baumert. Weitere Artikel, Bilder und Videos finden Sie alle 14 Tage in der Lausitzer Rundschau und auf www.lr-online.de/serien.